Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Also ich werde einfach den nächsten Vers nehmen. Gestern hat Bhakti Bhushan Swami den fünften Vers gelesen, des achten Kapitels. So, dann nehmen wir den sechsten Vers, ein ganz bedeutender Vers. Yang yang vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tang tam evaiti kaunteya sadadat bhava bhavitaha yam yam Yang. was auch immer Was auch immer. Vaapi, Vaapi. überhaupt, Überhaupt. Smaran, Smaran. sich erinnernd, Sich erinnern. Bhavam, Bhavam. Natur, Natur. Dyachati, Dyachati. gibt auf, Gibt auf. Ante, Ante. am Ende, Am Ende. Kalevaram, Kalevaram. diesen Körper, Diesen Körper. Tamtam, Tam Tam. ebenso, Ebenso. Eva, Eva. gewiss, Gewiss. Eti, Eti. bekommt, Bekommt. Kaunteya, Kaunteya. o Sohn Kuntis, O Sohn Kuntis. Sada, Sada. immer, Immer. Tat, Tat. diesen, Diesen. Bhava, Bhava. Seinszustand, Seinszustand. Bhavitaha, Bhavitaha. sich erinnernd. Sich erinnern. Übersetzung und Erläuterung von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Was auch immer der Daseinszustand ist, an den man sich erinnert, wenn man seinen Körper verlässt, o Sohn Kuntis, diesen Zustand wird man ohne Zweifel erreichen. Erläuterung. Dieser Vers erklärt den Vorgang, wie man im kritischen Augenblick des Todes seinen Daseinszustand, das heißt seinen Körper, wechselt. Wer am Ende seines Lebens, wenn er seinen Körper verlässt, an Krishna denkt, erreicht die transzendentale Natur des höchsten Herrn. Aber es ist nicht wahr, dass jemand, der an etwas anderes als an Krishna denkt, die gleiche transzendentale Ebene erreicht. Darüber sollten wir uns klar bewusst sein. Wie ist es möglich, im richtigen Bewusstsein zu sterben? In diesem Zusammenhang ist das Beispiel von Maharaj Bharat sehr lehrreich. Obwohl er eine große Persönlichkeit war, dachte er am Ende seines Lebens an ein Reh. Und so wurde er in seinem nächsten Leben im Körper eines Rehs geboren. Als Reh konnte er sich zwar an seine vergangenen Tätigkeiten erinnern, aber dennoch war er gezwungen, in diesem Körper, Tierkörper, zu leben. Natürlich beeinflussen die Gedanken und Handlungen unseres gegenwärtigen Lebens unseren Bewusstseinszustand zum Zeitpunkt des Todes. Und so wird das nächste Leben vom gegenwärtigen Leben bestimmt. Wenn man ein Leben in der Erscheinungsweise der Tugend führt und immer an Krishna denkt, ist es einem möglich, sich auch am Ende des Lebens an Krishna zu erinnern. Dies wird einem helfen, zur transzendentalen Natur Krishnas erhoben zu werden. Wenn man in den transzendentalen Dienst Krishnas vertieft ist, dann wird der nächste Körper, den man erhält, transzendental spirituell sein und nicht materiell. Deshalb ist das Chanten von Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, der beste Vorgang, um aus dem Wechsel des Daseinszustandes am Ende des Lebens einen Erfolg zu machen. Om Agyanati Mirandasya Agyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vacha Lam Pangung Langayate Girim Yat Kripadam Mang Vande Shri Gurundinataranam Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadama Yam Dadati Svapadantikam Chai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gurave Namaha Shri Advaita Gadadhara Shri Vaishnava Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So, wir haben heute Gäste, die das erste Mal heute hier sind. Marcel, ja, und Kerstin und Luise. Luise. Herzlich willkommen
zu unserem kleinen spirituellen Programm hier im Hare Krishna Tempel, im Berliner Hare Krishna Tempel. Und zu diesem spirituellen Programm, das wir, ich weiß jetzt nicht, jeden Mittwoch und auch Sonntag und Samstag. Unserem Samstag. Genau, Mittwoch. Und am Mittwoch haben, da gehört immer dazu, auch aus der Bhagavad Gita zu lesen. Weil das, was wir gerade gemacht haben, das ist keine, Srila Prabhupada sagt, sentimentale Schwärmerei, ja, weil das schön klingt und Hare Krishna, Hare Krishna. Eigentlich ist das, was wir tun, eine Manifestation von Philosophie und intellektueller Überzeugung. Ja? So erst, wenn man weiß, was man tut, soll man eigentlich was tun. Ja? Und je mehr wir wissen, was wir tun, desto besser können wir das tun. So, deshalb ist auch wichtig, dass wir hier auch hören über die Philosophie des Krishna-Bewusstseins. Und deshalb ist es wichtig, auch diese Schriften zu studieren und zu hören und zu nachzudenken und zu diskutieren. Dann kann man diese Dinge, das ist ja Wissen. Wissen ist ja nicht etwas Physisches. Ja, Wissen ist ja etwas Subtiles. Das ist ja Information. Und die Information soll sich dann manifestieren in Form unserer Handlungen und in unserer Tätigkeiten und auch in diesen Dingen hier. Es sind ja physische Manifestationen, aber dahinter steht eben diese metaphysische Information. Ja. Und deshalb sind diese Bücher, dieses Wissen, die Schriften, der Veda, ist die Basis. Ja, das soll die Basis unserer Lebensweise sein, das Wort. Der Veda, das Wissen eigentlich sogar. Wort ist ja noch eine Instanz weiter. Wort ist ja schon ein Code eigentlich, eine Information. Ja, wir sprechen gerade Deutsch und Deutsch ist eigentlich ein Code für die Informationen, die ich jetzt vermitteln möchte. Ich könnte auch eine andere Sprache wählen, die hätte dann dieselben Informationen, aber in einem anderen Code. Ja, so wir gehen eigentlich ein Stück zurück und versuchen die Information zu verstehen in dieser Sprache, die wir gerade verwenden. Und das Wort Information ist auch interessant, heißt eigentlich das, was in Form bringt. Informare. Ja, das, was eigentlich formt, was Form gibt. So die Information, das Wissen, das wir annehmen, aufnehmen, das formt uns. Ja. Wie es auch in diesem Vers heißt, es formt unser Bewusstsein. Und dann, wenn unser Bewusstsein auf eine gewisse Art und Weise geformt ist, wird auch ein physischer Körper angenommen. So aus dem Subtilen, aus dem Feinstofflichen entsteht das Grobstoffliche. Aber gleichzeitig haben wir auch Kraft und Macht über diesen feinstofflichen Bereich. Das heißt, wir können diesen feinstofflichen Bereich, unser Bewusstsein, beeinflussen. Und entsprechend dieser Beeinflussung schaffen wir unsere Zukunft. Man sagt, man ist seines eigenen Schicksals Schmied. Das ist ein sehr physisches Verständnis. Ja, man schmiedet da etwas und man formt etwas, man bildet, baut etwas. Ja, und es wird eigentlich die Zukunft verglichen mit der Tätigkeit eines Schmiedes. So können wir unsere Zukunft schaffen. Und unsere Zukunft oder unser Leben an sich zentriert sich um unseren physischen Körper. So, das heißt, mit dem Schaffen unserer Zukunft schaffen wir auch unseren Körper. Und nun haben wir solche Körper hier, sitzen wir alle schön brav in unserem Körper hier. Und dieser Körper ist kein Zufall. Da gibt es keine Karma-Lotterie, wo man, bevor man geboren wird oder gezeugt wird, gibt es ein großes Rad und da dreht man da Schildkröte. Mist! Ich wollte doch keine Schildkröte werden. Pech gehabt, ja. Nächstes Jahr. Genau, nächste Mal. Was kann man tun? Das ist das Gesetz, ja, das Gesetz des Zufalls. Nein, so ist es nicht. Ja, so ist es nicht. Aktion, Reaktion. Und jede Aktion hat eine entsprechende, passende Reaktion. Ja, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Ja? Das passt zusammen. Da passiert nicht etwas, was da gar keinen Bezug hat. So jede unserer Handlungen ist eine Aktion, die in der Zukunft reift. Das wird manchmal auch verglichen mit Samen, die gesät werden und die in der Zukunft Früchte tragen. Und wenn ich einen Apfelsamen sehe, da bekomme ich keinen Bananenbaum. Ja? Ist doch logisch. Das weiß man. Wenn ich einen Apfelsamen sehe, wenn ich weiß, dass es vom Apfel dann kommt, ein Apfelbaum, ganz klar. Selberweise, wenn ich gewisse Aktionen tätige, bekomme ich eine entsprechende Reaktion.
Und dieser Vers hier bringt das zum Ausdruck und sagt, das, was du in diesem Leben tust, formt dein Bewusstsein. Bhava heißt es hier, Bhava. Dein Gemüt, dein Wesen, deine Natur. Und das, also, und das Bewusstseinszustand, den schaffen wir. Und entsprechend dieser Bhava, Bhava ist halt dieser Bewusstseinszustand, gemäß dem denkt man in einem kritischen Moment, wie dem Tod, an eine gewisse Sache, die in diesem, mit diesem Bewusstsein in Beziehung steht. Und im Besonderen das, was am stärksten dominant ist in unserem Bewusstsein, kommt in so kritischen Momenten zum Vorschein. Und entsprechend diesem Bewusstseinszustand, den Gedanken im Moment des Todes, wird ein neuer Körper angenommen bzw. gegeben. Ja? So, wenn wir uns dessen bewusst sind, sollten wir eigentlich unsere Gegenwart oder die Gegenwart aus der Sicht der Zukunft, oder sagen wir so, sollte man die Gegenwart aus der Sicht der Zukunft und im Besonderen aus der Sicht des Todes beurteilen. Ja? Nicht einfach, ich tue jetzt so, was mir gerade gefällt und was die Sinne so sagen und was jetzt Spaß macht, sondern nein, was hat diese Handlung für eine Auswirkung für mich im Moment des Todes? Wie würde ich das im Moment des Todes beurteilen? Ja? So, dass, wenn ich mal vorspulen würde, so ich stehe kurz vor einer Entscheidung, soll ich jetzt irgendeine Zeitverschwendung tun, ja, einen Film ansehen, der bescheuert ist und ich weiß es, irgendeiner Gewohnheit nachgehen. Ja, die Sinne würden sagen, ja, mach das, verschwende deine Zeit. So, ja. Aber wenn man dann nachdenkt, wie würde ich diese Sache im Moment des Todes beurteilen, was würde ich da denken? Dann würde ich wahrscheinlich denken, nein, das ist Zeitverschwendung. Ja, das ist, wie soll man sagen, ja, dann hat man es einfach verpasst. Die Chance, eigentlich diesen Moment zu nutzen für geistige Entwicklung. Ja, weil da sagen die Veden, dafür ist das menschliche Leben da, um sein Bewusstsein zu entwickeln. Und jede Handlung, die wir tun, hat einen starken Effekt auf unser Bewusstsein. Deshalb, wir sind unseres eigenen Schicksals Schmied. Und wenn die Menschen handeln wie die Tiere, die sich primär nur mit vier Dingen beschäftigen, die Tiere. Ja? Wie heißt das? Ja, ja. Ahara Nidra Baya Maitunam Cha. Ja? Genau. Ahara heißt Essen. Ja? Ahara, Nidra heißt Schlafen. Ja? Baya, fürchten, verteidigen. Und Maituna, Fortpflanzung. Die Tiere wollen nur das. Essen, Schlafen, Sexualität, Verteidigung. Ja? Und der Mensch, heißt es in diesem Vers, ist dem Tier gleich, wenn er nicht auf der Suche nach seinem Selbst ist. Wenn der Mensch nicht die Frage stellt, wer bin ich und was ist Gott und was ist der Sinn im Leben, dann ist er wie ein Tier. Und wenn wir so leben wie ein Tier, dann zeigen wir dem Schöpfer, der uns diesen Körper gegeben hat, geschaffen hat, ich brauche gar nicht so einen wertvollen Körper mit diesem großen Gehirn. Brauche ich nicht. Ich will nur Essen, Schlafen, Sexualität, Verteidigung. Das stört das große Hirn sogar. Weil da kommt Moral ins Spiel und so Gedanken machen und so. Ja? Die Tiere haben das Problem nicht. So ein Schwein, das hat keine Bedenken, mit wem es das Sex hat. Moment mal, bist du jetzt der oder die oder jene oder dürfen wir das oder so? Ja? Wir machen das einfach. Und das Schwein bekommt keine Reaktion. Da gibt es keine Ethik, keine Moral. Da gibt es kein Karma bei den Tieren. Ja? Der Löwe, der denkt nicht, oh, oder der Gepard. Wisst ihr, was ein Gepard ist? Kennt jeder einen Gepard? Ja, schnellste Säugetier der Welt. Nur kurz, kann nicht lange 120 laufen, aber für 10, 20 Sekunden schon. Da zieht er richtig ab. Ja? Und da denkt er nicht, soll ich die Gazelle jetzt essen heute Morgen? Naja, ich lasse sie lieber leben, ich hole mir was Vegetarisches. Ja, von der Steppe oder so. Oder ja, vegan. Oder. Soll ich eine Kuh melken heute Morgen? Oder soll ich die Gazelle... Vegetarisch, vegan wäre es ja dann auch. Ja, genau, vegan nicht. Nee. Geht die sich auch nicht. Soll ich die Gazelle heute essen oder melken? Ja, der macht sich da keine Gedanken. Und das ist brutal, das Tierreich ist brutal. Ja, der läuft dem danach, der hat richtige Krallen und er schlägt die Krallen in das Tier rein, das blutet und dann beißt er in die Kehle rein. Und ja, wir haben so moralische Bedenken, jemanden zu töten, einfach so. Manche Leute, da ist die Moral oder diese Schmerz, wie sagt man, diese Grenze weit unten, ja, die sind da sehr roh. Aber ein kultivierter Mensch, der will niemandem Gewalt antun, der scheut sich davor.
Und deshalb, die Tiere bekommen keine Reaktion auf die Handlungen. Aber wir Menschen schon, wenn sie es den Tieren gleich tun. Und im Besonderen die Reaktion wird bekommen, dass wir einen tierischen Körper bekommen, wenn wir tierisch handeln. Ja, und dann wird man ein Tier im nächsten Leben. Und dann, klack, 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 klack. Schildkröte. Okay. Das ist aber langweilig. Das ist ja langsam, alles so langsam auf einmal. Ja? Okay, Gepard. Okay, schnell, schnell. Das wird zu schnell. Okay, so, und deshalb wird hier berichtet davon, oder deshalb sollte man sich Gedanken machen, ja, Moment mal, wenn ich schon so viele Körper hatte und immer wieder neue Identitäten angenommen habe und immer wieder neue Rollen gespielt habe auf der Bühne des Lebens, na, na, ich bin der König und du machst jetzt, was ich sage. Und ja, mein lieber Herr und so, ne? Und wenn die Vorstellung vorbei ist, ist das nicht mehr der König. Er kommt dann nicht nach Hause und sagt seiner Frau, ich bin der König und macht das. Was ist das? Verrückt, oder? Das war nur eine Rolle, kurz gespielt. So spielen wir alle unsere Rollen. So muss man sich dann Gedanken machen, wer spielt hier die Rolle? Wer bin ich? Das ist ja nur meine Rolle, die ich hier spiele, in diesem Körper. Der Körper ist wie so ein Anzug. Wie so ein Anzug. Und entsprechend dem Anzug verhalte ich mich auch, spiele ich eine Rolle. Aber wer bin ich, der diesen Anzug trägt? Wer bin ich da drin? Was ist mein wahres Selbst? Und darüber gibt uns die Bhagavad Gita wunderbare Informationen, dass wir eben nicht dieser Körper sind, dass wir nicht dieser Anzug sind. Was sagen Sie? Janani yatavihaya navani krinati naruparani. Der Körper ist wie ein Anzug, ein Kleidungsstück, und wenn es unbrauchbar geworden ist, dann wird es abgegeben und ein navani, ein neues Kleidungsstück angenommen. Ja? So, wenn dieser Körper alt und unbrauchbar geworden ist und wir aussteigen, den Körper verlassen, dann nehmen wir einen neuen Körper an. Aber jemand, der versteht, das ist nicht gut, versucht das zu vermeiden, weil der Körper hat dieses Problem von Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Und das egal, welcher materielle Körper, die Tiere, die Pflanzen, die Menschen, wir haben alle das Problem. Jeder Millionär hat das Problem, Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Er kann noch so reich sein, dem plagen dieselben Probleme wie den Armen. Und er muss auch sterben und er muss auch krank sein und er muss auch alt werden. Und manchmal leiden die sogar viel mehr als der 0815 Durchschnittsbürger. Ja. So, und deshalb verstehen wir, Moment mal, das materielle Leben an sich ist ein Problem. Egal in welcher Färbung, ob ich ein Mann bin, eine Frau bin, jung oder alt, arm oder reich, immer hat man diesen physischen Körper, in dem man so viel Leid erfahren kann. Und die Bhagavad Gita sagt, es gibt einen Zustand, Daseinszustand, eine Erfahrung, die nicht nur besser ist, sondern die wahr ist und echt ist und die wahre Identität als Seele. Weil die Seele kennt das nicht. Das heißt, die Seele wird nie alt. Nie alt. Ewig jung. Navayovanam. Das heißt, Krishna, Navayovanam, der ist ewig jung. Ja, in verschiedenen Religionen gibt es verschiedene Verständnisse, Vorstellungen von Gott. Und gerade hier in unserem christlichen Abendland, ja, guter christlicher Abendland, da wird Gott meistens wie dargestellt? So als alter Mann. Ganz berühmtes Beispiel in der Sixtinischen Kapelle, der Adam und der Gott streckt seinen Finger, nicht mal die Hand, ne, sagt, komm, ich helf dir mal rauf hier, ne, so mit dem Finger, so ganz, wie sagt man, der Adam guckt da so ganz so, wie sagt man da, was ist das Wort hier, so Lethargisch und so, und der Gott mit dem Finger, so. Ich weiß nicht, was das genau bedeuten soll, aber ja, und Gott hat so einen weißen Bart. Warum ist er so, warum sieht er so alt aus? Ja, er ist ja der Erste von uns. Und deshalb, mein Papa ist älter als ich, sieht älter aus, und sein Vater ist noch älter und sein Urgroßvater noch älter. So der urerste Papa von allen, der Gott, er muss ganz alt aussehen. Aber in der Bhagavad Gita und in Veden steht was ganz anderes. Da wird nicht so materiell gedacht, da wird nicht so ein materielles Konzept auf Gott projiziert. Da wird gesagt, Gott ist Navayovanam. Navayovanam heißt ewig jung, ewig jugendlich. Und weil wir als Teile von Krishna qualitativ gleich sind wie er, sind wir auch Navayovanam. Wir sind ewig jung, die Seele. Und es heißt, die spirituelle Welt, die antimaterielle Welt, ist auch Vaikuntha. Und Vaikuntha heißt ohne Probleme, ohne Sorge, ohne,
kein Hauch von einem Problem. In der materiellen Welt, wir haben so viele Probleme. Ja, Scheidung und Beziehungsprobleme. Oh, ich glaube, ich mag dich nicht mehr und wir müssen uns scheiden lassen. So. Aber nein, ich mag dich doch noch und ja, wir mögen uns beide nicht mehr und Ehekrieg und Rosenkrieg und, ja, und Probleme in der Schule und Probleme Finanzamt, das Finanzamt kommt und ja. Und die GZ kommt, oh nein. Ja. Und speziell im Kali Yuga, das heißt, wir leben Kali Yuga. Wisst ihr dieser Vers? Ja. Wisst ihr dieser Vers? Kali Kalia Dharma Krishna Nam Sankirtan. Na, wisst ihr? Kalia Dosha Nidera Jan Asti Hir Kamahaguna Kirtana Deva Krishna Sya Mukta Sangha Parang Vrachit. Das heißt, das Kali Yuga, dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben, das ist wie ein Ozean der Fehler. So, wer den Ozean kennt, das ist ein großes Gewässer. Und was gibt es da drin in dem Ozean? Wasser. Und in einem Ozean von Fehler gibt es Fehler. Nichts als Fehler. Nur Probleme. Auf Schritt und Tritt lauern Gefahren. Padam badam yat vipadam natisham heißt es im Bhagavatam. Auf Schritt und Tritt lauern Gefahren. Ja, da kannst du überfahren werden vor der Tür. Denkst du nichts dabei, spazierst noch so schön nach Hause, nach Feierabend. Oh, ich freue mich jetzt auf eine Frau, hat was Schönes gekocht und so. Und auf einmal überrollt dich der 7-Tonner. Und das war's. Ja, vielleicht überlebst du, querschnittsgelähmt. Ja, auf Schritt und Tritt gefahren. Ja. Hatte ich wirklich mal so einen Fall, habe ich ihn getroffen, beim Bücher verteilen. Einen ganz alten Mann, auf seinem Stock kam der so vorbei. Und ich halte ihn an und frage, ja, mein lieber Herr, schauen Sie mal, ich habe hier eine Bhagavad Gita für Sie. Und er sagt, ach, ich mag nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, das Leben ist so schrecklich. Sag ich, ja, was ist denn los, was ist denn passiert? Ja, mein ganzes Leben lang habe ich mit meiner Frau zusammen gearbeitet und immer in der Erwartung, der Hoffnung, dass wir zusammen dann in der Rente das Leben genießen können, wenn wir dann alt sind. Und jetzt sind wir gerade in die Rente gekommen. Und letzte Woche wurde meine Frau vom LKW überrollt. Ist tot. Ich mag nicht mehr. Und ich sage, das ist genau das richtige Buch für Sie. Da steht's drin. Nehmen Sie es mit. Hat mitgenommen. Aber es ist wirklich wahr. Ich mache das jetzt gerade vielleicht so ein bisschen, nicht sagen sarkastisch, aber ein bisschen humorvoll. Aber eigentlich, das materielle Leben ist kein Scherz. Ne? Ich meine, wer war nicht mit dem Tod in Kontakt, oder? In meiner Familie so viele Leute gestorben in meiner Jugend und so. Und so viele Selbstmorde. Ein guter Bekannter von uns, der hat sich erschossen, der war sehr reich. Der hat den ganzen Fuhrpark, Autos zu Hause, alles Mögliche, gut verdient, Österreich. Hat sich einfach erschossen. Niemand hat es verstanden, warum erschießt er sich? Eine gute Bekannte von uns, die hat einen Friseurladen, ja, hat man dann gefunden, hat sich aufgehangen. Andere Bekannte hat Schlaftabletten. Ein Freund von mir im Autounfall, der war ganz jung. Und der ist zusammen mit seinem Bruder im Auto, Peugeot 306 Cabrio. Ja, das hat kein Cabrio halt, da sind sie zu schnell gefahren am Sonntag. Ich bin noch aufgewacht am Morgen, da hatten wir noch ein bisschen gefeiert. Neben ihm aufgewacht. Ja. Und dann 3 Stunden später war er tot. Und sein älterer Bruder 4 Jahre vorher im Motorradunfall. Alle 3 Jungs tot. Und einer meiner besten Freunde auch, Autounfall, tot. Und da kommen die Menschen manchmal ins Grübeln. Ja, stimmt, was ist denn? Was kommt danach und was gibt es nicht noch? Ja? So, das ist das materielle Leben. Das ist problematisch. Und nicht nur das, okay, das ist der Tod. Was mit krank? Krank werden, ja? Denkt man nicht dran und dann stört dann irgendwann einmal, oh, ich habe da so ein komisches Drücken und so, man geht zum Arzt und er sagt, oh, das ist Krebs und ist schon fortgeschritten, das ist ein gefährlicher Krebs und, ja? Das ist Wahnsinn eigentlich. Und ständig in den Nachrichten, da passieren Dinge. Der kleine Junge, der von dieser Riesenrutsche da jetzt irgendwie runtergefallen ist, 13 Jahre alt, tot und krank und Krieg und Köpfen und ah, ja, Wahnsinn. Und das heißt Kali Yuga. Das ist nicht normal eigentlich. Das ist das Kali Yuga, in dem wir leben. Ein sehr problematisches Zeitalter, das aber eine natürliche Reaktion ist auf dieses sehr gottlose Verhalten der Menschen. Das ist nicht, das passiert einfach so. Wie gesagt, Aktion, Reaktion. Und Krishna, Gott, ist gerecht.
Und auch wenn es noch so kritisch, so schlimm aussieht, es ist dennoch gerecht. Und deshalb sagt Krishna speziell in der Bhagavad Gita, wir können das sofort ändern. Du kannst das sofort ändern. Gib dich einfach mir hin. Sarva dharma paricca cha mami kangsha danang vracha. Angtvang sarva papipyo moksha shyami mashuchaha. Krishna sagt, gib dich einfach mir hin, gib den ganzen Blödsinn auf, deine ganzen Ego-Trips. Gib dich mir hin. Und er sagt, ich kümmere mich um dich, ich nehme all diese Reaktionen, dieses Sündhafte, das Materialistische, das nehme ich alles weg von dir. Ich befreie dich, sagt Krishna. Fürchte dich nicht. Krishna sagt, fürchte dich nicht, weil du denkst, oh, willst Krishna hingeben und so. Und fürchte dich nicht. Krishna ist unser bester Freund. Und er will das nicht, dass es uns so schlecht geht, aber wir müssen halt unsere eigene Suppe auslöffeln. Wir sind unseres eigenen Schicksals Schmied. Es ist nicht so, dass Krishna uns da bestraft oder so, wir bestrafen uns selbst. Und genauso, wie wir uns selbst bestrafen, können wir uns selbst befreien, beziehungsweise Krishna kann uns befreien, wenn wir einfach Krishnas Schutz, uns unter Krishnas Schutz begeben. Das sagt er auch in der Bhagavad Gita. Mahatmanas tumang palta daivim prakritim ashrita. Pachanti ananya manasyok yatva putadim avyayam. Er sagt, die großen Seelen, die Mahatmas, Mahatmas, große Seele, die verehren mich, die geben sich mir hin, sie sind spirituell und deshalb beschütze ich sie. Deshalb stehen sie unter meinem Schutz. Nicht mehr unter dem Diktat der materiellen Welt, sondern unter Krishnas Schutz. Und jeder, der ernsthaft Krishna-Bewusstsein praktiziert, wird das bestätigen. Seitdem ich diesem Pfad folge, praktisch vom ersten Tag an, war alles anders. Weil Krishna sagt, ich kümmere mich um dich. Und die ganzen Probleme, die man vorher hatte, mental und physisch und psychologisch und interpersonell und so, alles weg. Ja. So, das Kali-Yuga und die ganze materielle Welt hat keinen Einfluss auf jemanden, der von Krishna, von Gott beschützt wird. Krishna stoppt das. Es mag uns noch was passieren, aber wir verstehen, dass es Krishnas Arrangierung, damit wir was lernen. Ja. Zum Beispiel Jesus, der war Krishna voll hingegeben und der wurde so behandelt. Ja. Aber es war nichts Böses, das hat er sich nicht selbst eingebrockt sozusagen, sondern das war Krishnas Wille aus einem gewissen Grund. Und er hat das deshalb auch nicht ernst genommen. In unserer Tradition gibt es auch viele Beispiele von großen Gottgeweihten, die scheinbar ungerecht behandelt wurden, aber die haben das nicht so gesehen. Weil ein reiner Gottgeweihter versteht, alles Gottes Wille, dein Wille geschehe. Und es ist alles Gottes Wille. Kein Grashalm kann sich bewegen ohne Krishnas Willen. Ja. So, wenn wir uns Krishna hingeben und seine Freundschaft erwidern, dann wird alles gut. So, es liegt an uns. Krishna macht dieses Angebot, speziell in der Bhagavad Gita, in so vielen Versen, in denen er davon spricht, komm zu mir. Ja. Dokter nicht selbst rum an deinem Glück, gib dein Glück in meine Hand, ich kümmere mich um dich. Die Bhagavad Gita ist eigentlich eine Liebeserklärung Gottes. Ja, an die Seelen. Ist doch so. Es ist eine Liebeserklärung, in der Krishna im 12. Kapitel, der Sharadwan, der kann das ganze 12. Kapitel auswendig. In Sanskrit. Ich weiß das. Hat er mal rezitiert. Ja, und da sagt doch Krishna so oft, du bist mir sehr lieb. Ja, wenn du das und du bist mir sehr lieb. Du bist mir sehr lieb. Priya, ne? Priya, du bist mein, ja, das ist unsere wahre Position. Wir sind eigentlich Freunde von Krishna, von Gott. Und Krishna ist nicht nur irgend so ein Freund, so ein Kumpel oder so zum Abhängen, sondern er ist unser Herzensfreund. Und als unser Herzensfreund ist er sehr an unserem Wohl interessiert. Ja? Er möchte, dass es uns gut geht. Aber solange wir Krishna ignorieren oder böse sind mit Krishna, warum hast du mir das angetan? Ja? Wir müssen uns seine Liebe erwidern. So, und deshalb ist wichtig, Bhagavad Gita zu studieren, um diese Bhakti zu entwickeln. Das ist die Essenz der Bhagavad Gita, Bhakti, Hingabe. Und dadurch wird alles gut. Und deshalb singen und tanzen wir. Singen und tanzen ist Ausdruck von Freude. Wenn man glücklich ist, dann singt und tanzt man. Ist doch klar. Da draußen, da tanzt niemand und singt. Hier, ich sehe da gerade einen. Er geht über die Straße. Er singt nicht und tanzt nicht. Warum nicht?
Und die sagen immer, wir sind verrückt. Nun guck mal, die singen und tanzen. Ja. Aber das ist doch nur natürlich, wenn man glücklich ist. Alles ist gut. Ja. So. Und dafür laden wir alle Menschen ein, beziehungsweise Srila Prabhupada, der Gründacharya der Hare Krishna Bewegung, der dieses wunderbare Wissen und diese wunderbare Hare Krishna Bewegung in den Westen gebracht hat. Und er lädt alle Menschen dazu ein, teilzunehmen. Und mit einer kurzen Anekdote möchte ich diese paar Worte oder diese Ansprache oder Vortrag, wie man es nennen mag, beenden. Srila Prabhupada wurde mal chauffiert in einem Auto. Seine Schüler hatten ihn abgeholt vom Flughafen in einem sehr schönen Auto. Und da war ein Taxifahrer und viele andere Taxifahrer, die hatten das gesehen und so gedacht, oh, schönes Auto, das ihr da habt. Ja? Taxifahrer haben ja Verständnis von Autos. Und dann fährt er und er sagt, ja, oh, ein wahnsinns Auto, was ihr da habt. Und Prabhupada sagt so, ja, dann kommen Sie doch. Dann kommen Sie doch mit uns mit. Warum fahren Sie so ein altes Taxi? Kommen Sie auch in unser schönes Auto? Aber das zeigt ein bisschen die Stimmung von Prabhupada, oder? Ist nicht, dass Prabhupada sagt, ja, klar haben wir ein schönes Auto. Und was haben Sie für eine Rostlaube hier, oder was? Rostschüssel, ha? Prabhupada, Hare Krishna Bewegung ist für die ganze Menschheit. Und wenn die Leute neidisch sind, oh, warum seid ihr so glücklich und so, oder warum seid ihr so reich, oder ne, manchmal wurde uns vorgeworfen, ihr seid so reich, und Prabhupada sagt, ja, machen Sie mit, sind Sie auch reich. Kommen Sie auch, bekommen Sie auch zu essen, dann sind Sie auch glücklich. Ja? Ist nicht, dass wir da so stolz sind drauf. Jeder kann mitmachen. Das heißt, Prabhupada hat ein Haus gebaut, in Form von ISKCON, der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, in dem die ganze Welt leben kann. Heißt das so? Prabhupada, he built a house in which everyone can live. The whole world can live. Und wenn die Menschen anfangen würden, dieses Krishna-Bewusstsein ernst zu nehmen, diese ganzen Probleme der heutigen Zeit werden mit einem Schlag beendet. Ganz natürlich, ist doch klar. Ja. So deshalb sollen wir ernsthaft praktizieren, um es wirklich ernsthaft weitergeben zu können. Das ist unser, wie sagt man, Familiengeschäft, ne? Family Business. So, danke für die Aufmerksamkeit. Irgendwelche Fragen? Oder wollt ihr was anfügen? Euch Fragen? Ja, eine etwas schwierige, komplexe Frage, die mich lange umtreibt. Also ich komme eigentlich eher aus einer anderen Richtung, aber würde mal gerne wissen, wie die Veden sehen, was du angesprochen hast, im Augenblick des Todes, ne? Diese Wichtigkeit der Fokussierung in dem Moment. Inwieweit die, um mit zeitgenössischen Worten zu sprechen, bewusst, vorbewusst, bewusst oder unterbewusst ist. Weil häufig ist es ja so, das habe ich selber leider auch schon erlebt bei Menschen, die im Moment des Todes eine starke Schmerzmedikation erhalten, die auch einen gewissen geistig dämpfenden, also sedierenden, sedativen Effekt hat. Und den habe ich mich manches Mal gefragt, inwieweit es, weil also im Buddhismus, wo ich eine Zeit lang mal mehr mit zu tun hatte, ist es halt auch so, dass dieser Moment, ne, dieser Augenblick des Todes ganz eklatant wichtig ist, ne, für das, was ja, danach kommt, ja. Geschieht so. Ne, so. Ja. Und habe ich mich gefragt, inwieweit eine medikamentöse, wichtige, notwendige, absolut sinnvolle Therapie, die eine gewisse Sedierung mit sich bringt und ja einen, zumindest was das Bewusstsein angeht, ja, sicher, Sedierenden ist nicht hat, aber inwieweit zum Beispiel lange Praxis, vorbestehende lange Praxis trotzdem halbbewusst oder unterbewusst so stark ist, dass die Sedierung des Bewusstseins keinen Effekt hat und aber alle Theorien, die es gibt, oder alle Schriftweisen, seien es die Veden, seien es buddhistische oder sonstige spirituelle, religiöse Schriften, sind ja aus einem Zeitalter, als es zumindest so im großen Rahmen keine jetzt medikamentöse Sedierung gab. Ja, so der Punkt fürs Krishna-Bewusstsein ist, dass dadurch, dass wir Krishna auf unserer Seite haben, sind diese technischen oder ich würde sagen mechanischen Dinge nicht so ausschlaggebend, weil Krishna sich um einen kümmert. Weil Krishna ist eine Person
Und er kann eingreifen, er kann helfen, er kann. So, wenn wir so gut wie möglich uns bemühen mit all unserer Kraft, wie sagt man, I do my best and Krishna does the rest. Du kannst nur so gut machen, wie du machen kannst. Und auch wenn du in so eine Situation kommst, dass du so stirbst, dass es notwendig ist, dass man Schmerzmittel, wenn es nicht anders geht, sage ich mal, du versuchst dein Bestes, aber dennoch, Krishna, wir haben dieses Vertrauen, dass Krishna sich um uns kümmert. So, das ist halt der Vorteil, den man halt in dieser Gaudiya Vaishnava Tradition hat, weil man eben dieses persönliche Verständnis hat. Und die Persönlichkeit überwindet diese technischen Dinge und all das. Das heißt nicht, dass man nachlässig sein soll. Wir sollen alles versuchen, was notwendig ist. Und besser ist natürlich nicht, Schmerzmittel zu nehmen. Und besser ist einfach zu chanten und zu meditieren und Krishna zu denken und zu beten, ja. Aber wenn es vielleicht in der Situation erforderlich ist, Krishna wird da nicht sagen, ups, Pech gehabt. Ich würde sagen, dann in solchen Fällen ist eine Verankerung einer Praxis im Vor- oder Unterbewussten stark, in Anführungsstrichen, oder effizient genug. Ja, Mangel an Bewusstheit, ja, ganz genau. Letztendlich die Beziehung zu Krishna. Okay, danke. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Und alles andere folgt danach. Je mehr Bhakti wir haben, Hingabe zu Krishna, alles andere folgt danach. So, das soll unser Hauptbemühen sein. Hingabe, liebevolle, hingebungsvoller Dienst zu Krishna. Gut, danke. Eine komplexe Frage, simpel beantwortet. Aber danke. Danke auch. Okay. Dann singen wir noch 2-3 Minuten zum Abschluss Hare Krishna. Und dann gibt es noch Prasadam oder so. Es gibt dann auch noch ein bisschen einen vegetarischen Snack. Ja. Wen das interessiert, ich habe einen YouTube-Kanal, deshalb nehme ich das hier auch auf. Da habe ich schon über 200 Vorträge dieser Art. Da kann man sich das ansehen. Und kann ich euch den Link geben. Mhm. Da lade ich diese Sachen auch hoch, diese Vorträge.